glaube, das ist eine Strahlung, die für den Menschen und für die Umwelt nicht mehr gut ist. Physikalisch betrachtet ist die fünfte Mobilfunkgeneration eine Weiterentwicklung der bisherigen Mobilfunkstandards, die sich nur in technischen Details von LTE unterscheidet. Zur Übertragung werden, wie bisher auch, hochfrequente elektromagnetische Felder eingesetzt, die in einem Frequenzbereich liegen, der von den bisherigen Mobilfunkgenerationen genutzt wird und auch von einigen Funkdiensten. Dieser Frequenzbereich ist bereits sehr gut erforscht. Zukünftig sollen für 5G auch höhere Frequenzen eingesetzt werden, deren Eindringtiefe in den Körper allerdings nur im Millimeterbereich liegt. Ob wir durch das zusätzliche 5G-Netz und insbesondere ein verändertes Nutzerverhalten wirklich stärkeren Feldern innerhalb der gültigen Grenzwerte ausgesetzt sein werden, bleibt zu überprüfen. Die zukünftige Entwicklung der Gesamtexposition ist nämlich durch mehrere gegenläufige Effekte beeinflusst. Einerseits ist der Aufbau neuer Sendeanlagen ein Faktor, der potenziell zu höheren Expositionen führen kann. Andererseits werden alte Funkdienste wie beispielsweise UMTS abgeschaltet, und bei 5G kommen effizientere Datenübertragungssysteme zum Einsatz. Dieselbe Datenmenge, beispielsweise ein Video, kann dann in einer kürzeren Zeit und mit einer geringeren resultierenden Exposition des Nutzers übertragen werden. Letztendlich wird sich aber auch das Nutzerverhalten den neuen Möglichkeiten anpassen und eine steigende Datenübertragungsmenge könnte den Effekt der Effizienz teilweise wieder kompensieren. Die in Deutschland gültigen Grenzwerte gelten aber unabhängig von der verwendeten Mobilfunkgeneration und schützen vor allen nachgewiesenen schädlichen Wirkungen. Verglichen mit dem Grenzwert liegen die derzeitigen Expositionen der allgemeinen Bevölkerung auf einem relativ niedrigen Niveau. Wir erwarten nicht, dass sich das mit Einführung der fünften Mobilfunkgeneration dramatisch ändern wird. Gesundheitliche Schäden sind nur bei deutlichen Erhöhungen der Gewebetemperatur oder bei einer Ganzkörpertemperaturerhöhung von mehr als 1 Grad Celsius nachgewiesen. Davor schützen die Grenzwerte. Die potenziell größte Strahlungsquelle für den Menschen im Alltag ist das eigene Handy oder Smartphone. Besonders viel Energie wird aufgenommen, wenn bei schlechten Empfangsbedingungen mit dem Handy am Ohr telefoniert wird.